Der Mannheimer Stadtteil Waldhof, ein traditionelles Arbeiterviertel. Hier standen die Fabriken, hier wohnten und schufteten die Arbeiter. Hier entstand der Traditionsverein SV Waldhof Mannheim. Auf dem Gelände der damaligen Spiegelfabrik liegt quasi die Urzelle des Vereins. Der Sportplatz, der aufgrund seiner Verfassung nur das Schlammloch hieß. Schon bald folgte der Umzug zum Sandplatz, auf dem unter anderem legendäre Spiele gegen Fürth und Nürnberg stattfanden. Ein ganz großer Name, der immer mit diesem Verein in Verbindung stehen wird, ist Sepp Herberger. Der gebürtige Mannheimer spielte von 1914 bis 1921 für den Verein. Doch so mancher verzieh ihm nie, dass er danach ausgerechnet zum Stadtrivalen VfR Mannheim wechselte. Vielleicht der beste Spieler, den der Waldhof je hervorbrachte, ist Otto Siffling. Der Nationalstürmer starb jedoch bereits 1939 im Alter von nur 27 Jahren an einer Rippenfellentzündung. Die Vereinsgaststätte, Wallfahrtsort für Fußballfans, für Stammtische. Waldhof ist für diesen Vorort als Fußball das gleiche wie Schalke in Gelsenkirchen ist. Ein Stadtteil, ein Verein. Wer Waldhöfer war, liebte automatisch auch diesen Verein. Man konnte gar nicht anders. Fußball und Waldhof, das gehört zusammen. Wenn der SV spielte, kam dies einem Stadtteil fest gleich. Immer wieder brachte der Waldhof große Spieler hervor. Uwe Rahn, Fritz Walter oder auch Jürgen Kohler. Und natürlich auch Günther Sebert. Der treue Sam, wie er genannt wird, spielte über 30 Jahre für den SV Waldhof, 592 Spiele als Aktiver. Er ist Rekordspieler und Ehrenspielführer des Vereins. Unter ihm als Kapitän gelang 1983 der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Trainer damals, ebenfalls eine Legende, Klaus Schlappner. Mit Schlappner begann das Wunder Waldhof. Die Waldhofbuben, eine junge, talentierte Mannschaft mit vielen Spielern aus der eigenen Jugend, plötzlich im Fußball-Oberhaus. Und er war das Gesicht der Mannschaft, Klaus Schlappner. Ein Unikat, emotional und stets gerade raus. Der Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen gelang. Alfred Schön schoss das erste Bundesliga-Tor in der Geschichte des Vereins. Schlappner, der auch gerne Fans der gegnerischen Mannschaft während des Spiels Autogramme gab, blieb bis 1987. Herr Löwchen, schräg mal den will ich mal wieder haben. Ach, das ist kein Tor. Der Verein hielt sich immerhin 7 Jahre, bis 1990 in der höchsten Spielklasse. Dann der Abstieg. Die 90er Jahre geprägt von Scheitern und Rückkehr. Dreimal fast zurück in der Bundesliga, dann doch Abstieg in die Regionalliga. Finanzielle Nöte, immer wieder Querelen im Verein. 2001 dann erneut fast die Rückkehr in die Bundesliga unter Trainer Uwe Rapolder. Am Ende fehlte das Glück. Waldhof Mannheim wurde Vierter. Es sollte das letzte Hoch für lange Zeit sein. Nach Abstieg und Lizenzentzug findet sich der Verein 2003 in der Oberliga Baden-Württemberg wieder. Vor leeren Rängen beginnt ein langer Leidensweg, wieder mit Auf und Abs. Erst der Aufstieg in die Regionalliga 2011 läutet die Wende ein. Über 18.000 Fans feiern die Viertklassigkeit. Ich bin so stolz. Ich habe so lange davon geträumt, dass wir es schaffen, aus der fünften Liga rauszukommen. Waldhof ist anerzogen in Mannheim. Familientradition? Ja, absolut. Jetzt steht der nächste Schritt an. Für die Fans soll es so weitergehen. Weiter nach oben. Fernziel, Bundesliga.